Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, angespielt hier bei Explorer LP. Wir zocken Tanzia. Tanzia erscheint demnächst im Steam Early Access. Du kannst es dir dort jetzt schon auf die Wunschliste packen. Erscheinen wird es wahrscheinlich jetzt im Frühjahr 2017. Hinter Tanzia steckt ein kleines Indie-Studio, wie immer. In dem Fall ist es Arcanity, das sind 3 bis 4 Entwickler, namhafte Entwickler eigentlich, die von Sony, Obsidian und Westwood kommen. Die Story von Tanzia hat ein Kevin Saunders geschrieben, der unter anderem auch für SWR Tor, Neverwinter und Tides of Numera zuständig war und ist. Tanzia ist derzeit auf Englisch, so wie du schon siehst, und Tanzia ist ein klassisches Singleplayer-Action-RPG in einer offenen 3D-Welt voller Magie und Monster. Und es ist laut. Ich habe den Systemsound vom Spiel schon auf 4 stehen und es ist, ja, wie du unten rechts schon sehen kannst, ein Beta-Bild. Also es ist noch nicht perfekt, da wird noch dran gearbeitet. Die Entwickler haben mich angeschrieben und haben gefragt, ob ich nicht bereit wäre, das Spiel mal vorzustellen und mal ein kleines Let's Play davon zu machen. Da war ich natürlich stolz wie Oscar. Ist für mich das erste Mal und da habe ich natürlich dann auch zugesagt. Was uns da jetzt im Endeffekt erwartet, weiß ich nicht. Wir gehen da jetzt gleich blind rein in die Sache. Ein paar Sachen hat man mir noch auf den Weg gegeben und zwar die Grafik kann sich mitunter zurücksetzen. Das ist so ein Ding, worauf ich jetzt achten muss. Das Tutorial ist noch nicht final fertig. Ein Gamepad wurde noch nicht implementiert, soll aber später noch kommen. Man findet wohl in-game Steine. Die können wir in Rüstung knallen. Dafür gibt es auch noch keinen Hinweis und auch kein Tutorial. Da hat man mir dann geraten oder uns geraten, wir sollen dann zur Workbench gehen und da erklärt sich dann alles von selber. Nebenquests sind zum Teil noch unvollständig und ca. 80% der Hauptstoryline sind da und 95% der offenen Welt sind frei begehbar und erkundbar. Ja, dann würde ich sagen, nicht lang schnacken, hau mal rein. Und by the way, thank you for the key, guys. Muss ja auch mal gesagt werden. Und ich weiß nicht, wie ich auf den Namen gekommen bin, aber es ist, ja. Ich drück mal Play, viel Spaß. In the cradle of the new world, the island of Tanzia is home to a new and great race called the Akazi. The Akazi had little interest in technology and material wealth. They pursued wisdom above all else. With the Akazi, Arcanity, alchemy, and endless possibility would flourish. Because of their unique values, other races often regarded them as primitive and mistook them for weak. A critical mistake. Life was good on Tanzia. Until one day, a terrible evil known as the Skeleton King came to claim the island. The greatest Akazi warriors confronted the Skeleton King and his undead armies, and one by one, the Akazi fell. This terrible evil fought with an advantage, a unique knowledge of something born of this new world. This enemy fought with Arcanity. The new world was young, and few understood the mysteries of Arcanity. But one Akazi had already attained a mastery greater than any other, and the Skeleton King soon met his match. The Skeleton King was furious. This small, frail creature had undone decades of preparation with a single blow. The Skeleton King retreated, and the Akazi did not pursue. Tanzia was safe once again. The Akazi continued to flourish, and the Great One continued to pioneer alchemy and arcanity. Creatures of all races came from all over the world seeking his mentorship, and he taught any who would learn from him.
until one day, something more pressing demanded his attention. The Great One was blessed with many children and many grandchildren whom he loved dearly. But this one was very special. This one would be the center of his world for many years. As the child grew, he showed great aptitude for arcanity. No grandparent ever felt more love or pride for a child than the Great One did for his young grandson. But he knew that their precious time together would be short. The Skeleton King was already plotting a terrible revenge against his new foe. He would end the Great One's bloodline. The Skeleton King used the darkest of arcanity to summon an evil and tortured creature from another dimension and enslave it to his will. The creature, a Shade, was the perfect assassin. It passed through solid objects at will, traveled nearly unseen in the shadows, and had a deadly touch. The Skeleton King watched from afar in glee as the Shade passed through the young child and stopped his heart. With a single word, the Great One obliterated the Shade into a million dark splinters that dissipated in the light. But the damage was already done. As the Great One fell to his knees, weeping over the body of his young grandson, the Skeleton King was very, very pleased. But the Skeleton King had once again underestimated his Akazi foe, and when the Great One sensed that the Skeleton King was no longer watching, the illusion was lifted and the child was smiling once again. The Great One, though, was very sad, for he knew that events had been set into motion which would end their happy time together, and he would not see his beloved grandson again for a very long time. He sent the child to live in seclusion on Volcano Island with a most caring and trusted friend, Abenaki, far away from the peering eyes of the Skeleton King. The Great One, believing his presence was a danger to the village, also left. And he never returned. Decades passed. In the village, whispers of his sudden disappearance so long ago turned into speculation of his certain demise. The Skeleton King, believing that victory finally lay within his grasp, would again descend on Tanzir to claim his prize. And this time, no one can stop him. Ja, und damit herzlich willkommen zu Tanzia. Geile Story, muss ich sagen. Auch wenn mein Englisch ist not very well, ich habe es doch verstanden. Und ich werde bei dem Video jetzt mal diese automatische YouTube-Übersetzung aktivieren, wenn ich es hochlade. Bin mal gespannt, ob es klappt. Was haben wir denn jetzt hier? Das ist schon mal ein bisschen Tutorial hier, ne? Movement. Ja, da hat der Explorer aber das Spiel ein bisschen gehackt und hat sich das auf die Pfeiltasten gelegt, was aber derzeit noch verbuggt ist, aber ich habe es über Umwege hinbekommen. Was haben wir denn hier? Interaktiv mit Objekten. You can interact with NPCs, Monsters and many other things. Find Abenaki and interact to speak with him. Wir sollen also mit Abenaki reden. Saving. The save icon will show you up for a second when the game autosaves. You can also force the game to save while in range of a totem by pressing the save button. Okay. Und the quest journal button flashes whenever something is added to your quest journal. Gut, also Totem hier. Blams.
The large totem in the center of the village, also das große Totem in jedem Zentrum eines Dorfes, lässt dich Heilung und Mana regenerieren, weil du ja nicht im Kampf bist. Und es interagiert auch als Safe Point. Look for other totems outside the village when you need to rest or save. Also draußen gibt es dann auch noch die Dinger hier. So, wie läuft das jetzt? EF, was ist es? E ist, okay. F? Kann man schon was machen? F? E? F? F? Ich guck nochmal eben in die Standard. Was haben wir denn hier? Hier haben wir unser Questlog. Questjournal. Das Questjournal zeigt dir alle aktiven Quests. Klicke auf eine Quest zu selektieren und sieh dir mehr Infos darüber an. Die ausgesuchten Quests sind, werden auf der Map angezeigt. Okay, eine Map gibt's auch. Gut. Was haben wir hier? Equipment, ja, seht ihr schon, Potions gibt's, also Getränke, Quest-Items, Reagenzien und das sind die Gems, die berühmten. Es gibt wohl nur 3 Rüstungsslots. Hm. Okay. Kohle gibt's auch. Ob da später ein Shop kommt. Hm. Können wir nochmal eben weitergucken. Spellbook. Ice Shard, Price 2, Cooldown 5. Instant-Zauber, 10 Mana. Okay, wir können also auch Spells lernen noch. Feuertotem. Okay. Was haben wir noch? Alchemie. Okay, wir wissen noch nicht, wie es funktioniert. Save, Settings, Main-Menü. Okay, ich wollte aber nochmal eben in die Settings gucken. Was denn jetzt hier usen? Interact. Left Button. Achso. Macht er nicht. Vielleicht müssen wir es ja noch gar nicht. Wir müssen ja erstmal jetzt. Was müssen wir machen? Quest. Intro, Gear Up. Find the Master Shaman Abenaki. Okay. Bist du Abenaki? Das ist Abenaki. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Biopsyn. Ich habe gehört, dein Großvater hat dich beschützt. Jetzt ist aber vorbei damit. Du wirst jetzt aus dem Dorf gehen und das alleine. Gib Gas. Okay. Dafür gibt es ein Gold. Find the weapon shop and buy a practice staff. Finde den Waffenschlupp. Ist denn MD Map? Nö. Okay, dann Quest. Wir gucken jetzt in die Richtung und rechts davon. Sehe ich das richtig? This one? Hallo. Hallo. Ja. Suchst du nach Gems? Yes. Okay, ihn sollen wir jetzt kaufen. Ah, das sind die Gems. Ein Stein für Heilung und Amnesty of Rage. Okay, wir wollen aber den Stab. Und haben ihn direkt angelegt. Okay, wir sollen zurück. Was? Can you hear me, little one? Once upon a time, there lived a young hero. A great hero. Arcanity came to him as easily as the wind. Like you, little one. Remember. Okay, das war jetzt ein kleiner Anfall von Schwäche. Soll vorkommen. Wir sollen zurück zu Abenaki. Ah, gut. Das ist ein feiner Stab, den du da für den Anfang hast. And no, Arcanati. Finde den Trainer und lerne, wie man den Ice Shard Spell benutzt. Find the Trainer. Bist du der Trainer? Okay. Trainer.
Trainer. Das hier wahrscheinlich die Workbench, ne? Sollen wir mal kurz gucken? Ja. Da haben wir den Stein. Ah, guck mal, wenn es soweit ist. Kann man Blumen pflücken? Nee. Was? I destroyed. Kann man alles pflücken? Das hier sieht nach Erz aus. Tenzinate. Wer bist du? What a beautiful sight. Don't you think? Bist du ein Mädchen? Nö. Als Jungs hier. Tenzinate. Ready to rumble. So. Ich glaube, der Trainer wird wohl hier oben sein, ne? I think so, das ist Alchemie, Fifi. Oder wir gucken jetzt mal besser auf die Karte. Was sagt denn er ja? Was sagt denn er ja? Find a trainer and learn. Behind us. Hinter uns. Okay, bist du der Trainer? Ja. Genau jetzt hast du genug Gold für eine Ice Shard. You turn to buy more powerful spells when you have more gold. I need gold. Kann ich ihn jetzt kaufen? Okay. Bedenke, Ice Shards. Also, okay. Jetzt habe ich nicht auf die Quest geachtet. Was wollte er jetzt? I shall use your spell by dragging to your ability hotbar. Achso, okay. Ability hotbar. Also E. Potions, Quest, Regents, Gems. Nö. Ist das jetzt, war das jetzt das hier? Nö. Löps, dann fragen wir ihn nochmal eben. So, den hat man gekauft. Ice Shard, Price. For a few seconds and does damage. So, Spell, hat man ein Spellbook, da ist es doch. So, und das sollen wir jetzt hier? Okay, return to Abenaki. Was macht denn das? You can't attack the target. Okay, Abenaki. Ich sehe, das Arcanity hast du einfach gelernt. Wie ein Marco Insight. Du bist ein Voodoo Master. Okay, zum Schluss hier ist Alchemie. I teach you that hour later, but for now you should get a healing potion. It will not guard against voodoo, but it will mend your physical wounds. Find the Alchemist and purchase the red healing potion. Okay, wir sollen zum Alchemisten. Da wissen wir jetzt, wo er ist. Das war er hier, ne? Hallo. Healing potion. Bye. Equip your healing potion by dragging from your inventory to your agility bar. Ja, wie viel brauchen wir noch? You don't have enough gold. I need gold. So. Potions. Setzen wir mal hier drauf. So. Return to Abenaki. Irgendwie sieht er ja putzig aus, oder? Level 1. Level 1. Ah, junger Biopsyn, dein Großvater Marco wäre sehr stolz auf dich, wenn er das sehen würde. Aber bitte, sei nicht so haltlos. Du bist nur einer unserer Helden aus unseren Geschichten. Its power continues to rain until we perform the ritual, but the big totem in the center of the village will still restore your healed and energy when you're not in combat. Das wissen wir ja schon. Look for smaller totems and stay close to them when you need to rest. I mark them on your map for you. Okay. Deine erste Aufgabe ist es, Akiri-Federn zu sammeln. Wir brauchen doch ein bisschen mehr von ihnen für ein Ritual. Suche für Akiri, also suche Akiri-Vögel hier im Dorf, nahe dem Eingang ist. Bring mir 20 Federn.
It's okay if they are a little bit shared. What? Okay. Los für Gloss, Kilos. Wie läuft das jetzt ab hier? Action RPG. Charakterstatus. The top left of the screen shows hier, also hier oben links sehen wir dann unseren Status, Leben und Mana. And the green bar shows XP. Die hat sich ja noch gar nicht bewegt. Okay. Moss Montos will help their friends. Also die kommen nicht alleine. You should pull them away from the spawn area so they don't draw attention from other monsters. Okay, okay. Und jetzt? Kann man den wie angreifen? Wisch! Geh weg! Geh weg! Die machen aber ganz schön Aua. They do hurt. They hurt me. Target effects. The village totems deploying your healed. Ja, das wissen wir da ja schon. So, und jetzt loot. Also links klick und dann können wir alles looten. Hallo Vögelchen. Ja, da müssen wir aber noch viele killen. Aber wir haben nur den. Stab, der macht. Achso, wir können. Okay, probieren wir es nochmal. Okay, so geht's. You feel a little dizzy. Was? Arcanity came easily to the young hero and he mastered Ice Shard quickly. To overcome the challenges ahead, though, he needed more firepower. Need more firepower. More fire. Was? Wie viele Federn haben wir denn jetzt? Müssen wir jetzt echt 20 von den Viechern erledigen? Ups. Oh, gleich Level up. Da sind es wieder die zwei. Das war so nicht geplant. Und die sind auch sauer. Critical Edge. Gut, Kinder, so würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Wir sind bei 23 Minuten. Das wird sonst zu lange. Dann machen wir in der nächsten Folge hier noch Hühnergemetzel und schauen mal, was uns noch so erwartet hier bei Tanzia. Gut, ich danke dir da draußen fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst. Und sage Tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao.